Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich bin ein sehr besonderer. Du hast das scheiß Gaspedal mitbezahlt, also benutze es doch endlich, elende Fickfresse! Autofahrer. Du hast keine Geburtsurkunde, sondern ein Entschuldigungsschreiben von Durex. Gedanke des Tages. Wenn Aliens zur Erde kommen, müssen wir ihnen erstmal erklären, wieso wir tausende von Filmen gemacht haben, in denen wir sie umbringen. Männer muss man nicht verstehen. Nur ihnen ab und zu sagen, wie toll sie sind und sich dann nackig auf sie setzen. Ja, ist doch einfach, oder nicht? Ihre Stärken? Ich hasse Kinder, gönne niemandem Spaß und schimpfe gerne. Glückwunsch, Sie haben den Job als Bademeister. Vergiss nie, wo du herkommst. Ich komme aus dem Rewe. Vergiss das nie. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie deutsch sind Sie? Haben Sie für diese Umfrage überhaupt eine Genehmigung? Wenn ich die Pickel in meinem Gesicht mit Edding verbinde, sehe ich aus wie ein Trottel, der seine Pickel mit einem Edding verbunden hat. Mich gelüstet es nach Fleisch, man schäle mir eine Kuh. Hast du keine Angst, dass eine Maschine auf der Arbeit dich irgendwann mal ersetzt? Das müsste schon eine ziemlich faule Maschine sein. Was ist denn dein Traumberuf? Nichts können, bisschen Knöpfe drücken und dabei viel Geld verdienen. Lokführer? Nein, David Guetta. Wir hatten heute drei Praktikantinnen hier. Eine kann drei Sprachen, Steno und Buchführung. Die mit dem kurzen Rock fängt am Montag an. Zu dreckig für den Schrank, zu sauber für die Wäsche. Willkommen auf dem Stuhl. Vorhin beim Rewe. Das Gerät akzeptiert ihre Karte nicht. Ist vielleicht noch ein bisschen Koks drauf. Abwischen. Herrlich, diese Stille. 1998. Hör auf, Pokémon zu spielen und geh raus. 2016. Hör auf, Pokémon zu spielen und komm rein. Österreich-Deutsch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Man reist nicht, um anzukommen, sondern um unterwegs Pokémon zu fangen. Johann Wolfgang von Goethe. Mädchen zu mir. Pokémon Go? Ist ja urkindisch. Such dir mal ein Leben, du Nerd. Danach öffnete sie Snapchat und verwandelte ihren Kopf in einen Toast. Welche Eigenschaft ist Ihnen bei Ihrem Partner besonders wichtig? Existenz. Das wäre zumindest schon mal ein Anfang. Pokémon Go. Man rennt mit dem Handy herum und kann an jeder Straßenecke skurrile kleine Ungeheuer aufsammeln. Eigentlich wie bei Tinder. Vögel haben es echt gut. Wenn sie keinen Nachwuchs wollen, können sie sich immer noch ein Omelette machen. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen. Also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.